Bluescreen mit dem schönen Gesicht, was da immer ist bei Windows 8. Kennt ihr ja. Bestimmt, habt ihr es schon mal gesehen. Ich laber einfach weiter, ist ja egal. Hallo Leute, willkommen zurück zu FIFA 15, all die mit Team, Gedöns, Geblubs und eine neue Woche, Montag, für mich, Dienstag für euch, Z öffnen. So, mal gucken, was wir da so drin haben, mein Japaner aus Hannover, weil Hannover liegt in Japan. Nicht ganz. Und zwei Trikots aus der Bundesliga. Einmal das Gasttrikot vom 1899 Hoffenheim und einmal das dritte Trikot vom FC Bayern München. Okay, alles an Verein setzen, senden. Mannschaft. So, hier müssen wir jetzt einiges austauschen. Tschüss. Einmal Messi durch ihn ersetzen. Klose bleibt vorne. Hier haben wir nur Verletzte. Ich guck kurz mal, ob wir hier irgendwelchen Ersatz sonst hätten. Ich werde verletzt wahrscheinlich in Zukunft lieber auf die Bank setzen. Spanier. Das bringt ja alles nicht. Muss ja mal gucken, wer hier besser ist. Ob es immer so viel ausmacht, das zu gucken, weiß ich nicht, aber ich mach's halt. Vielleicht hält er ja mehr. So. Was haben wir hier sonst noch so? Auch nicht gerade das Beste. Vertrag. Der hält jetzt wieder ein bisschen. Vertrag. Und Vertrag. So, dann legen wir mal los. Könnte man gar nicht, hier weiß man gar nicht, was haben wir schon gemacht, ne? Doch, das haben wir schon gemacht. Da sind wir gerade bei. 7 verbleiben. Punkteprognose 7. Wir haben noch nicht mal irgendwas geschafft. Trotzdem Punkteprognose 7. Keine Ahnung, wie das Prognostiziert vorhergesehen wird. Habe ich keine Ahnung. Wie das berechnet wird, null Schimmer, weil das gar nicht zusammenpasst. Irgendwie. Die Wolken bewegen sich. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja. Aber der Rasen unten bewegt sich nicht. Es liegt eindeutig an FIFA mit dem Gegner suchen. Eindeutig.
Stille. Na komm. Einfach einen verfluchten Gegner. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Mann, 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 Mann. Das spielen doch sowas von Tausenden von Leuten hier FIFA. Und ich krieg immer keinen Gegner. Geht doch, Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Tony Tacos FC. Johnny Tacos FC. Johnny. Oder Sheep Beast FC steht da jetzt wieder. 100% alles voll. Ey. Das ging ja schon mal gut los. Also war abseits, aber trotzdem. Warum immer? Ich verstehe das nicht. Wir kommen gar nicht zum Ball. Und der Gegner kommt immer zum Ball. Warum ist das hinten? Für unsere Sicht ist wäre das so hinten mit den Pfeilen, deshalb. Boah. Die sollten FIFA echt mal optimieren. Bei meinem PC liegt es hundertprozentig nicht. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, da hat sich irgend so ein komisches, kaputtes Windows-Update zwischengebogelt, was letzten Monate ja immer wieder mal passiert war. Deshalb muss ich da hundertprozentig das Ganze mal zwischen Weihnachten und Neujahr alles neu aufsetzen. Nachdem ich die wichtigen Spieldaten gesichert habe. Das sind ja grundsätzlich nur Spiele von denen, die ich bis dann noch spiele oder noch brauche. Ich denke mal, dass einige Let's Plays bis dahin auch noch beendet werden. Mann! Meine Spieler sind immer nicht da. Immer sind die nicht da. Ich kann spielen mit wem ich will. Na. Ich glaube, ich kann ein super mega Gold-Team zusammenbauen. Es bringt einfach nichts. Jetzt stand der da natürlich im Weg. Man, oft schmiert ja auch einfach so meinen PC ab. So mit Windows. Blue Screen mit dem schönen Gesicht, was da immer ist bei Windows 8. Kennt ihr ja. Bestimmt, habt ihr es schon mal gesehen. Ich laber einfach weiter, ist ja egal.
Also online kann ich einfach nicht spielen. Ich bin dafür einfach so ein Noob. Deshalb prognostiziere, da haben wir es wieder, das Wort. Ich schon mal, dass das Let's Play wahrscheinlich früher oder später beendet wird, weil wenn ich kein Skill habe, um gut zu sein, dann lohnt sich das ganze Let's Play ja nicht. Ist ja Quatsch, ne? Dann wird es also aufgrund von Skilllosigkeit beendet. Aber macht nichts, weil dann haben wir da einfach einen freien Slot für was anderes. Man muss den Vorteil immer sehen. Weil ich habe ja noch so einiges geplant an Spielen. Und ich finde es ja nicht schlimm, wenn FIFA denn zum Beispiel mal weg ist. Seht ihr vielleicht anders, aber hey. Wenn ich es nicht kann. Man muss ja auch nicht diesen ganzen Schwachsinn. Gott, oh Gott. Sich weiter angucken. Aber er trifft irgendwie das Tor auch nicht mehr. Komm weg. Scheiß drauf, bleib einfach liegen. Heilt von alleine. Ich wollte wechseln. Du kannst nur passieren, wenn du im Ballbesitz bist. So, danke. Wer hat sich hier verletzt? Niemand. Aber trotzdem wechsle ich jetzt einfach mal. Ich wechsle nämlich mal noch einen schlechteren rein. Er hat übrigens auch gewechselt. Ganz interessanterweise. Yeah! Wie er noch hinrennt. Unnötigerweise. Abseits. Come back. Halbzeit 3:0 für den Gegner. Drückt, drückt doch mal weg. Hallo? Warum drückt er nicht weg? Dumm. Manchmal verstehe ich das sowas nicht.
Man muss einfach mal überraschen können. Diese Zeitlupe macht das Ganze spektakulärer, als es eigentlich war. Warum freut er sich? Wie im echten Leben. Spieler freuen sich erstmal. Der kann irgendwie gar nicht mit dem Torwart umgehen, oder? Habe ich so das Gefühl. Ja, nochmal. Okay. Der hat voll eine Schwäche hinten. Aber der denkt sich auch, was juckt mir die Schwäche, wenn ich vorne gut bin. Na mach. Oh Mann. Dachte ich gerade, ich habe den Ball, aber der Leck hat mir gezeigt, nein. Okay. Alles klar, so macht man das, meint er sich. Einfach so rein, so Bums, Kopfball, Tor. Ich kann das natürlich nicht, aber ups, erstmal in die falsche Richtung spielen. Nein, so einfach mache ich es ihm denn doch nicht. Ping-Pong. Das hier ist Ping-Pong, nicht Fußball. Ja, ich bin nicht im Ballbesitz. Darf ich jetzt pausieren? Danke. Dann setzen wir noch einen schwächeren RM ein. Der will sich auch alles angucken.
Erstmal ein bisschen überraschen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie in FIFA 14 noch besser war. Aber da habe ich ja auch nur gegen den Computer gespielt. Gut, außer während der WM, aber selbst da habe ich ja verkackt. Also, hier schaffe ich nämlich gar nichts mehr. Das ist eine totale Nullnummer. Da auch nicht mehr wegbekommen. Aber der ging auch an allem vorbei. Uhuhuhuhu. Oh Mann. Die schießen gleich noch selber ein Tor, aber ins eigene, wenn es so weitergeht. Ganz ehrlich. Das kriegen wir auch noch hin. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Deshalb wäre dann auch nicht das erste Mal. Ich meine immer gleich dann verletzt werden. Die rennen dann und sind dann verletzt. Auf einmal so, plötzlich. Zu viel gerannt. Power weg. Mir sind die Balken auch immer so niedrig. Weil ich halt immer so auf volles Tempo auch gehe, eigentlich. Also wenigstens versuche ich das. Ich glaube, eigentlich gehe ich das nicht. Ich drücke ja nie den Tempoknopf. Fällt mir gerade so ein. So, jetzt haben wir noch einen Wurf. Vielleicht kriegen wir ja noch so ein Gnadentor. Nee, das war gnadenmäßig ein Abseits sogar noch. Oh, 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 oh. After the game, the visiting supporters will find their basketball right where you left it. Ich sollte echt noch irgendwie üben. Ich weiß zwar nicht wie. Gibt es ein FIFA 15 Bootcamp? 5 zu 0. So, das war's wieder für heute mit diesem wunderbaren Part von FIFA 15. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen, Gott, bleibende Spiele 6, eine positive Bewertung geben. Wenn nicht, dann lasst's einfach bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. 9 Spiele übrig, bis dein Münzenbooster abläuft. Danke für den Hinweis. Bis dann und ciao, ciao.